Jo, ist Viertel vor, denke ich. Also wenn das mit dem Video tut, perfekt, super, dann können wir, denke ich, starten. Cool, dass so viele da sind. Ich hatte so ein bisschen Bammel, letzter Vortrag am Sonntagabend. Wer kommt denn da überhaupt noch? Aber das Thema ist ja durchaus ein schönes, interessantes. Wer hat denn hier schon mal was von, oder schon mal ein bisschen was mit Golan gemacht oder schon mal was reingeguckt? Ah, super. Habe ich mir gedacht, dass da doch auch einige sind, die schon interessiert sind und sich das eigentlich nur noch mal anhören, weil es alles so schön ist. Ganz gerne könnt ihr auch ruhig da, wo ich irgendwie Sachen sage oder sowas und denke, ah, hier habe ich auch noch was zu sagen oder das finde ich cool. Also mir geht es auch ein bisschen Stimmung rüberzubringen, warum das so eine coole Sprache ist. Und ich habe recht trocken viel Code vorbereitet. Also wenn ihr irgendwo sagt, oh, hier, das ist übrigens noch ein super Aspekt oder sowas, gerne dazwischengrätschen und so ein bisschen Stimmung machen dafür, dass es eine schöne Programmiersprache ist. Ich habe relativ viel Code auch wirklich drauf getan, weil ich wollte eine Programmiersprache vorstellen. Das geht nicht, ohne dass man Code sieht, denke ich. Ich habe kein Gefühl dafür, ob es zu viel oder ist oder ob es passt. Wenn ich irgendwie zu schnell bin, dann könnt ihr einfach Stopp sagen. Andererseits sind die Sachen auch alle natürlich online, könnt also auch hinterher reinschauen. Soll nicht jede Sache voll verstanden werden, sondern einfach ein kleiner Einblick sein, dass ihr eine Idee kriegt, wie das sich anfühlt insgesamt. Also Golang ist eine relativ neue Programmiersprache. Aber Gott sei Dank auch noch relativ neu, das heißt, es ist auch schon sehr, sehr, also schon abgehangen genug, um es wirklich voll zu benutzen. Go 1.0 habe ich mal angeschaut, ist so in 2012 rausgekommen. Im Moment sind wir bei Go 1.7, was jetzt irgendwie 3 Wochen alt ist. Und ich gucke immer regelmäßig, auch um das in der Firma so ein bisschen noch zu argumentieren, dass das wirklich jetzt irgendwie zwar noch nicht ganz so bekannt ist, aber durchaus Sinn macht, auch da drauf zu setzen und nicht morgen wieder weg ist, gucke ich mir mal die Google Trends an, die doch zunehmend irgendwo Höhe zeigen. Wenn man das so mit Java vergleicht, dann ist zwar die Größenordnung eine ganz, ganz andere, die man bei Java erreicht, bei Google Trends, dafür ist es ein ganz, ganz anderer Trend in die andere Richtung. Golang ist unter BSD-Lizenz, wurde von Leuten bei Google erfunden und maintained und immer noch ganz stark von dort getrieben. Es ist eine statisch typisierte Sprache, sehr, sehr strenges Typsystem dahinter. Einen Garbage Collector dahinter, das heißt, man hat irgendwo mit Low-Level-Speicherverwaltung nichts zu tun, wenn das nicht will. Und es produziert statisch gelinkte Binaries. Insgesamt ist es so, sage ich mal ein bisschen, wenn man sich so ein Dreieck von Sprachen, also vielleicht C, Python und Java anschaut, liegt es da so in der Mitte von dem, was an Sprache ist. Ich komme aus der Java-Ecke, habe lange Jahre viel Java gemacht, und mir gefällt Go eigentlich so gut, weil es ist direkter, ich habe den ganzen Overhead nicht, es ist nicht so bloated und trotzdem vermisse ich irgendwo nichts. Das heißt, irgendwie ist es eine Sprache, in der ich trotzdem allen Komfort habe. Das heißt, mir fliegt nicht bei einem Nullpointer-Zugriff plötzlich das ganze System gnadenlos weg oder ich habe jetzt nicht dauernd Probleme mit Speicherverwaltung, weil es irgendwie so kompliziert ist. Das heißt also, man hat die Direktheit wie bei C vielleicht, ich bin kein C-Programmierer, aber man hat irgendwo die Nähe zum Programm, man weiß so ein bisschen, was der Speicher macht, ohne dass man irgendwo die Komfortfunktionen vermissen muss. Haupteinsatzzweck ist ganz klar serverseitig. Es gibt so ein paar Bestrebungen, das auch irgendwo im Browser laufen zu lassen, transcompiled oder auch Google-Bibliotheken ein paar, aber das sind irgendwie ganz starke Ausnahmen. Ich meine, mal so ein paar Experimente wird nicht wirklich in der Breite verwendet. Das heißt ganz klar, Einsatzzweck, wofür es heutzutage verwendet wird, sind serverseitige Programme, Webserver, Reverse-Proxies gerne, das heißt vor allem in so Microservice-Architekturen, wo die Dienste immer kleiner werden, sieht man sehr, sehr viel Go. Und das schlägt sich auch, sage ich mal, in den populären Projekten, die in Golang geschrieben sind, nieder. Also vielleicht noch Go und Golang. Mir hat schon mal einer gesagt, ach, Golang ist schon lange out, bald kommt Go raus. Oder bald gehen alle auf Go. Go und Golang sind einfach zwei Synonyme, kann man einfach das eine oder das andere verwenden. Go selbst ist in Suchmaschinen relativ schwer zu finden. Das heißt, wenn man nach Go googelt, wird man sehr, sehr schnell das Wort Golang verwenden, aber im Sprechen ist halt Go trotzdem einfacher. So, ein bisschen Zufluss hat Go ganz klar durch Docker bekommen. Docker ist in Go geschrieben und damit auch sehr, sehr viel vom Ökosystem drumherum. Gibt aber auch einige andere Projekte und viel von dem, was irgendwie jetzt neu kommt, merkt man wirklich neue Projekte von den so Cutting-Edge-Firmen. Wird sehr, sehr viel gerade in Go angefangen. Ich habe jetzt mir diese Elastic Beats oder wie die heißen, die Logstash so ein bisschen ablösen, gerade eben angeschaut von Elastic, auch nicht mehr in Java geschrieben, sondern in Go. Und irgendwie finde ich, ist der Trend schon ziemlich, ziemlich deutlich dabei. Warum verwende ich so gern Go?
hat für mich so ein paar ganz einfache Gründe. Ich bin jetzt 36, das war noch nicht so alt, aber ich bin nicht mehr ganz so jung. Ich habe keine Lust mehr, mir dauernd irgendwie zu komplexe Sachen zu merken. Das heißt, ich will irgendwo ein sehr, sehr einfaches Werkzeug haben, weil die Probleme, die ich jeden Tag lösen muss, sind mir schon komplex genug. Deswegen möchte ich ein Tool haben, was einfach zu verstehen ist, was ich wirklich verstehen kann und beherrschen kann. Und das Gefühl habe ich da. Das heißt, das ist nicht unbedingt das allerschönste Tool teilweise. Also Go versucht nicht, die allerhübscheste Programmiersprache zu sein. Also irgendwelche DSLs oder Scala-mäßig oder ich weiß nicht was, kann ich in Go ein bisschen vergessen. Aber es ist eine Programmiersprache, in der ich sehr, sehr einfach verständlichen Code produzieren kann, den andere verstehen, den ich selbst verstehen kann. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Allerschönste, aber es ist sehr, sehr gut. Und darin liegt halt auch in dieser Einfachheit auch dann doch wieder eine Schönheit drin. Ich habe gemerkt, ich war 3 Wochen in Norwegen, so gar nichts mit IT, 3 Wochen am Computer nicht dabei gehabt, aber nicht angemacht. Das Schöne ist, ich kam zurück und ich konnte mich noch an alles in Go erinnern. Und das ist mir bei Java nach dem Urlaub schon manchmal anders gegangen. Ich mache auch manchmal diesen Bierdeckeltest. In Go bin ich in der Lage, auf einem Bierdeckel frei Schnauze auswendig aufzuschreiben, wie ich einen HTTP-Server programmieren muss, die paar Zeilen, den zu starten. Nach 15 Jahren Java-Entwicklung bin ich nicht in der Lage, auf dem Bierdeckel aufzuschreiben, wie ich einen HTTP-Server in Java mit der Standardbibliothek starten würde. Ich glaube sogar, in der Java-Standardbibliothek gibt es auch mittlerweile ein paar ganz einfache Methoden, aber man weiß es einfach nicht, weil alles ist groß, es gibt 5000 Wege, was zu machen und es ist halt irgendwo auch nicht mehr idiomatisch, das Java. Ich habe so ein paar Sachen mal zusammengefasst über die Vorbereitung, wo ich sage, okay, was macht Go für mich auf? So ein paar Charaktereigenschaften. Ja klar, skalierbar, das ist so, sage ich mal, das, womit es am meisten daherkommt. Aber das Schöne ist, das skalierbar, das merke ich jetzt wirklich, das sind 2 Aspekte. Das eine ist, es ist skalierbar aus dem technischen Aspekt, das heißt, man kann wirklich skalierbare Programme machen. Es ist aber auch in der Organisation und prozessual skalierbar. Das heißt, man kann mit mehreren Leuten daran arbeiten. Verschiedenste Leute verstehen das. Auch jemand, der gerade seine Ausbildung bei uns fertig gemacht hat, kann das einsetzen. Und man kann es an andere Teams verteilen. Das heißt, es skaliert also nicht nur im technischen Sinne, die Software dahinter, sondern auch als Sprache und als Werkzeug skaliert es sehr, sehr gut. Ganz klar, sehr produktiv, das heißt, es ist so getting things done Mentalität, also die Sachen sind sehr, sehr einfach. Es ist sehr, sehr schnell, also vor allem so, sag mal, die Ausführungsgeschwindigkeit, ich vergleiche jetzt immer mit Java, ich will kein Java-Bashing machen, man kann auch immer noch DJVM gut verwenden. Und DJVM ist ja auch sehr, sehr schnell, wenn ich zur Laufzeit Sachen habe. Aber wenn ich so sehe, eine Spring Boot-Applikation heutzutage, wenn man die schnell macht, dann braucht die 7 Sekunden oder sowas, bis die gestartet ist und bis die mal HTTP-Anfragen beantworten kann. Ich habe es bei Go nie gemessen, aber es ist irgendwie im Bereich von 100 Millisekunden oder sowas, bis der Prozess gestartet ist und ein Listener oben hat. Das ist sehr, sehr schön, wenn ich gerade Microservice-Architekturen habe, wo ich schnell einen Service wegschmeißen, durchstarten möchte oder sowas. Das ist einfach super. Es ist simpel. Es ist lesbar, es bietet keine unnötigen Abstraktionsschichten. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich direkt in meiner IDE in den Quellcode der Standardbibliothek reinspringen, sehe, wie die Sachen gemacht sind und kann eigentlich ziemlich klar durchschauen, was irgendwo in dem Lösungsdeck, den ich gerade verwende, drinsteckt. Wenn ich da irgendwo, keine Ahnung, Library of JBoss sind so meine schlimmsten Erfahrungen, wo zu viele Stacks einfach dazwischen sind oder GWT oder sowas. Da ist man halt sehr, sehr weit von dem entfernt, was wirklich passiert. Und irgendwo finde ich zunehmend wichtiger, diese ganzen Schichten wieder rauszunehmen und wegzukriegen. Und das bietet halt Go. Ohne, dass man das Gefühl hat, man vermisst irgendwie viel Komfort. Idiomatisch, das ist eigentlich fast noch, glaube ich, so das wichtigste Wort da drin für mich. Also idiomatisch ist eine Programmiersprache dann, wenn sie ein Stück weit vorgibt, wenn die Community und es einen Common Sense gibt, wie eine Lösung in der Programmiersprache aussehen sollte. Java war zu Beginn auch mal idiomatisch. JavaScript ist das unidiomatischste, was es gibt. Das heißt, es ist nur so ein Tool und man kann damit dann machen, was man möchte. Super flexible Sprache, aber es ist sehr, sehr schwer, in dem Ökosystem Schritt zu halten, zu wissen, wie es verwendet wird. Und das ist halt, oder bei Perl hatte ich das auch damals irgendwie vor 20 Jahren zurück. In Perl gab es zig Wege, irgendeine Kleinigkeit zu machen und ich habe es nie geschafft, das von einem anderen, also könnt ihr euch alle vorstellen, wie es aussieht. Bei Go ist das anders, das heißt eigentlich, zwei Go-Entwickler haben für dasselbe Problem sehr, sehr häufig eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise, das runterzuschreiben, weil dieses minimalistische Toolset und die idiomatische Denke dabei ein Stück weit vorgibt, wie man das Ganze machen sollte.
Könnte man sagen, okay, da ist, fehlt ein bisschen die Vielfalt. Aber das Schöne ist halt, ich kann mir Go-Code anschauen von jemand anderem, kann ihn lesen und komme sehr, sehr schnell rein, weil halt doch die Denke ziemlich schnell zusammenrutscht. Ganz großes Zeichen davon ist, dass halt die Formatierung beispielsweise bei Go direkt mit dem Standard-Tooling ausgeliefert wird. Ein Standard-Formatter, es ist festgelegt, wie Go-Code auszusehen hat und formatiert wird. Und ich habe von vornherein nicht die Diskussion, wie es formatieren soll, weil es eh egal ist. Die Syntax ist im Prinzip an die C-Syntax, die wir alle wahrscheinlich kennen, grundsätzlich angelegt, aber doch sehr, sehr reduziert. Und das ist das Schöne an Go als neue Programmiersprache. Es ist halt sehr, sehr, im Vergleich zu anderen Programmiersprachen, sehr, sehr jung. Das heißt, es konnte sich zwar, hat zwar die Anlehnung an eine C-Syntax, aber hat ganz, ganz viele Zöpfe abgeschnitten und viele kleine Veränderungen, Verbesserungen aus meiner Sicht reingebracht, die Syntax viel benutzbarer machen. Das heißt, es ist sparsamer, es hat keine Klammern beispielsweise, wo man sie nicht braucht, also Statements beispielsweise oder kein abschließendes Semikolon. Es hat viel, oder nicht viel, aber teilweise Konventionen, so dass man beispielsweise keine Public-Private-Modifier braucht, sondern einfach, es gibt zwei Sichtbarkeiten innerhalb eines Packages. Kleingeschriebene Bezeichner sind innerhalb des Packages sichtbar, großbeschriebene Bezeichner bei Funktionen oder auch bei Variablen werden exportiert, sind außerhalb des Packages nutzbar. Die Sprache ist ja an sich sehr, sehr stark und streng typisiert, also noch deutlich strenger als Java typisiert, macht es aber trotzdem beim Schreiben einfach, weil es gibt so einen schönen Operator, Doppelpunkt gleich für Zuweisungen und der macht dann eine Inferenz automatisch auf den Typ, den der zugewiesene Wert hat und kann damit recht gut automatisch bestimmen, von was für einem Typ eine Variable sein muss, sodass man sich letztendlich trotz der strengen Typisierung nicht so viel Syntax drumherum schreiben muss. Es gibt einen sehr, sehr mächtigen For-Loop, also ein Loop nur, es gibt nicht ein While oder was weiß ich nicht alles, sonst gibt halt einfach nur ein Konstrukt für einen Loop, das ist ein For, das kann man auf verschiedene Art und Weisen verwenden. Das If, sehen wir gleich noch, ist zweiteilig ein bisschen mächtiger gemacht worden. Und eine der schönsten Sachen, Funktionen haben wieder, wie es früher manchmal war, mehrere Rückgabewerte. Das heißt, ich bin nicht auf einen Rückgabewert limitiert, sondern ich kann halt einfach einer Funktion mehrere Rückgabewerte zurückgeben. Das Typsystem, sagte ich ja schon, ist sehr, sehr streng typisiert. Das heißt, man hat, also man kann wirklich eine Variable, die einen Typ hat, nur einer anderen Variable mit genau demselben Typ zuordnen. Also es gibt keine Ersetzbarkeit, wie das sonst bei einer Ableitungshierarchie oder was in Java der Fall wäre, sondern halt nur exakte Zuweisung. Manchmal nervt das ein bisschen, aber es bringt halt auch sehr, sehr viel Sicherheit. Es gibt gute Built-ins, also primitive Datentypen, Maps und Slices, die man wirklich verwenden kann. Zu Arrays sage ich jetzt mal nichts. Also Slices sind sowas ähnliches wie Arrays. Arrays sind nur ein Stückchen anders vom Konzept her. Und es gibt Interfaces, die auch direkt wieder einen Typ darstellen. Komme ich aber gleich noch zu. Hier mal so zwei Typdefinitionen. Man kann Typ als Alias-Typ definieren. Also hier ist zum Beispiel ein Punkt. Jetzt habe ich sogar hier ein Array als Beispiel genommen. Ein Punkt ist ein von mir vergebener Typ, der in dem Fall dasselbe ist wie ein zweielementiges Array als Typ. Das heißt, ich kann einfach selbst Typen vergeben, die auf anderen Typen aufbauen. Oder hier beispielsweise ein Struct-Typ, im Prinzip wie eine Struktur. Einfach Struct-Typ, mit dem ich den Namen User gebe, mit zwei Feldern, Username und Nickname. Hier kann ich noch Annotationen dazu geben, die wir letztens für andere Tools, auf die er darauf arbeiten, irgendwie anfangen kann. So kann ich dann beispielsweise einen Struct erstellen und zuweisen. Das heißt, ich habe eine Variable User und der weise ich ein neues Struct vom Typ User zu und übergebe hier direkt die initialen Werte an der Stelle. User ist jetzt auch streng typisiert, hat also ganz klar diesen Typ, den ich hier angebe, was automatisch durch diese Inferenz hier abgeleitet wird aus dem, was ich zuweise. Das heißt, Doppelpunkt gleich, macht die neue Variable User und weist dir direkt den Wert zu. Hier mal ein einfaches kleines Go-Programm, nur um so eine Idee für die Syntax zu bekommen. Ich habe in meinen Slides leider kein Highlighting mehr reingefummelt bekommen. Ich kann aber auch kurz die Sachen im Editor öffnen, ist vielleicht etwas angenehmer, oder? Besser?
Also alles, was ich habe, jede Datei gehört zu einem Package. Wie die Datei heißt dabei, ist Golang egal. Ich habe Imports von anderen Packages. Hier jetzt für das Beispiel ein Regular Expression Package, was ich reinziehe. Ein Sprungpunkt für jedes Programm ist die Function Main im Package Main. Die wird halt einfach als erstes ausgeführt. Die hat anders als in den meisten Sprachen keine Argumente. Die nimmt sich einfach aus einer Library das, was sie braucht, wenn sie auf Parameter zugreifen möchte. Wird ausgeführt. Hier lege ich einen Slice, also einfach eine Liste von Strings an, wo ich mal drei Werte reinpacke. Java ist fun. Und dann iteriere ich einfach darüber. Man sieht jetzt von diesem For Loop, ich werde nicht alle Sachen erklären und ich will halt einen Eindruck geben und deswegen werde ich nicht im Detail drauf gehen, aber vom For Loop gibt es verschiedene Varianten. Der eine ist, der ist so Iterator-Gedanke, da kann ich mit einem Range-Ausdruck über eine Liste, also über einen Slice drüber iterieren. Range gibt mir als Rückgabe zwei Werte. Das erste wäre der Index, also 0, 1, 2, bin ich nicht dran interessiert, deswegen verwerfe ich das mit dem Unterstrich. Und das zweite ist der Value, den ich beim Iterieren kriege, den habe ich halt beim Iterieren dann in der Value-Variable. Hier lege ich kompiliere ich mir einen regulären Ausdruck. Stimmt, das hätte ich auch außerhalb des For Loops machen können. Muss ich nicht jedes Mal neu machen. Und dann, einfach nur, um halt irgendein Beispiel zu haben, mache ich mit dem regulären Ausdruck ein Replace auf dem Value und ersetze damit Java durch Golang und printe das Ganze aus. Also einfach nur irgendein sinnloses Beispiel, um zu zeigen, wie das Ganze läuft. Das Schöne ist, ich brauche jetzt, also Go ist ja eigentlich eine kompilierte Sprache, statisches Binary kommt raus, aber es gibt auch einfach einen Go-Run, mit dem ich einfache Skripte, sage ich jetzt mal, ausführen kann. Dann wird es im Hintergrund ein Binary raus erstellt und deshalb wird halt direkt ausgeführt. Das heißt, mit Go-Run kann ich das direkt laufen lassen. Hier sieht man auch schon direkt, dass es doch relativ schnell ist. Das heißt, obwohl das jetzt kompiliert und ausführt, ist ja kein Skript oder sowas, sondern er baut ein Binary und führt es aus, funktioniert das auch schon sehr, sehr gut. Also ich schätze jetzt etwa 1 Megabyte oder sowas. Statisch gelinkt, alles drin. Also so eine, ich möchte jetzt nicht reingucken, die Sachen, sonst habe ich zu wenig Zeit gleich, aber so die normalen, also wenn ich so ein bisschen Webserver mit 1, 2 Libraries drin habe, dann bin ich meistens so bei 6, 7 MB oder sowas. Da ist halt alles drin. Im Prinzip ist es halt auch deutlich mehr, wenn ich das jetzt mit einem C-Programm vergleiche, als ein C-Programm, weil ich habe ja auch einen Garbage Collector drin. Ich habe eine Runtime, die macht noch zur Laufzeit, macht die Range-Checks und Typ-Checks und sowas. Im Prinzip habe ich einen ähnlichen Runtime-Komfort wie so ein JVM ein bisschen vom Gefühl her. Ich finde, es fühlt sich relativ ähnlich an. Das heißt, das muss natürlich auch alles mit ins Binary reingepackt werden. Hier mal ein einfacher HTTP-Server, kann ich auch kurz. Oh, wollte ich gar nicht. Einfacher HTTP-Server, den ich jetzt genommen habe, um meine Slides zu erstellen, beispielsweise. Ich habe immer, also gibt es auch 100 Varianten, aber ich habe gedacht, okay, meine Slides werden irgendwie generiert, brauche ich einen HTTP-Server, der auf dem aktuellen Verzeichnis einfach ausliefert. Habe ich gedacht, ja, schreibe ich gerade mit einem Go. Kann man schön in Go als Einzeiler schreiben. HTTP Listen and Serve, damit erstelle ich einen neuen HTTP-Server, übergebe den Port, auf dem ich lauschen möchte, beziehungsweise die Adresse. Und hier habe ich einen direkt in Go vorhandenen HTTP-Händler kreiert, der auf dem aktuellen Verzeichnis irgendwo die Dateien dann ausliefert. Das Import-Statement oben, das ist aus der Standardbibliothek oder muss man sich da noch darum kümmern, dass es irgendwie irgendwo hergeladen wird? Das ist jetzt aus der Standardbibliothek, die ist recht umfangreich. Also man hat kommt darauf an, womit man es vergleicht, aber es ist eine recht gute Standardbibliothek, die sich, sag ich mal, auf allen IO-Themen, HTTP, Encoding-Geschichten, JSON oder sowas, das alles drin hat. Das heißt, so sag ich mal, für die ganzen sehr technischen Sachen sind dort alle Sachen drin und man hat die direkt. Ja? Ja, zu Threads komme ich gleich noch. Also Golang hat im Prinzip intern nicht das Konzept von Threads, sondern von Go-Routinen, aber sag ich später noch was dazu. Ein Prozess, so viele Threads, wie ich CPUs habe, aber es gibt so Go-Routinen, zu denen ich gleich noch komme. Das sind virtuelle Threads, kann man sich vorstellen, die scheduled der da drauf. Und davon habe ich
fast beliebig viele. Davon kann ich da auch 100.000 Stück oder sowas auf der Maschine einfach abfangen. Also sehr, sehr viel. Also Parallelität ist da ziemlich, ziemlich gut unterstützt in den HTTP-Server-Bereichen. Golang hat so die Idee Batteries Included. Das heißt, ich habe jetzt nicht eine Programmiersprache und eine Standard-Library und der ganze Rest, den sollte ich die Community irgendwann mal bauen und dann haben wir 1000 verschiedene Varianten, sondern ich habe direkt im Tooling drin auch schon so die essentiellen Sachen, die, wo man gemerkt hat, dass eigentlich jede Programmiersprache die Geschichten braucht. Die verbergen sich alle hinter dem Go-Kommando, das heißt, ich habe einen Go-Fat für eine statische Fehleranalyse, so ein bisschen Findbugs-mäßig. Der sucht mir typische Fehler raus, also wenn ich in printf beispielsweise die Prozentplatzhalter und die Argumente nicht zueinander passen, so Geschichten, die ich sonst eigentlich nur während der Laufzeit merken würde, sucht er dann statisch raus, wenn er da einen Verdacht hat. Das Go-Format, was letztendlich alle IDEs dann auch verwenden für die Code-Formatierung, das ist super praktisch, muss ich sagen, weil seitdem habe ich keine Lust mehr irgendwo... mal irgendwie hier Nonsens rausmachen. Seitdem formatiere ich gar nicht mehr von Hand, sondern okay, den hat er jetzt natürlich nicht gemacht. Aber wenn ich jetzt, also ich könnte jetzt auch ein Semikolon hinten dran machen, das macht er mir direkt weg. Oder halt allen Unsinn, den ich bei Formatierung mache oder sowas, den rückt er mir, macht er passend und rückt auch direkt ein. Also zum Beispiel beim Struct, dass alles schön untereinander steht und so. Das ist halt cool, weil alle IDEs verwenden, oder fast alle verwenden dieses Format-Tool auch wirklich. Dadurch ist es halt wirklich möglich, Go-Code im Team zu schreiben, auch im größeren Team, den formatiert zu haben und bei allen gleich formatiert zu haben, sodass halt man einen Autoformatter verwenden kann, ohne dass der eine Kollege dem anderen ständig die Sachen wieder hin und her wegformatiert. Godoc ist ein Doku-Generator und Doku-Browser. GoGenerate kann Source-Code erstellen. Das heißt, kann halt statisch übers Projekt gehen, verschiedene Annotationen auslesen und dann Code generieren, wenn man das möchte. Und GoTest ist, finde ich so das Coolste an den Tools noch, ist direkt einen eingebauten Testrunner. Also sowas wie JUnit oder dergleichen. Ist halt direkt im Tooling drin, das heißt, ich habe einen Standardweg, zeige ich gleich noch, wie man einen Test schreibt. Die Tests sind direkt Teil des Projektes und direkt im Standard-Tooling ist halt der Testrunner drin, sodass man von vornherein in Go ein Tooling nur hat, um Tests zu schreiben. Das alle gleichartig verwenden. Frage? Ja? Gibt es da mittlerweile auch so einen Package Manager oder sowas, der integriert ist, dass man sich irgendwelche Bibliotheken automatisch ziehen kann? Ich sag gleich was zu, nachdem ich insgesamt Dependency Management vorgestellt habe. Aber falls ich es vergesse, kommt dann noch da drauf. Ah, ist aber jetzt genau schon die nächste Folie direkt. Go hat, und das, also ich sage jetzt bei manchen Sachen, das ist für mich das Allercoolste da oder der größte Knaller, aber. Ist halt alles geil. Go hat als einzige Sprache, die ich so kenne, außer pure Skriptsprachen, hat halt als Dependencies nur Quellcode-Dependencies. Das heißt, erstmal denkt man, oh, ist ja doof, ist ja weniger. Das heißt, es gibt kein Konzept von Libraries oder Shared Libraries oder Packages oder sowas. Stimmt nicht, dass das gar nicht gibt. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, das zu verwenden, macht aber keiner. Und ist auch nur für Extremfälle gedacht. Der Dependency, den Go-Projekt hat, referenziert direkt auf ein Quellcode-Projekt. Klar, ich will auch ein statisches Binary hinten rauskriegen und ich habe erzeugt keine Libraries oder sowas. Das macht auch Sinn, direkt auf den Quellcode zu referenzieren, weil ich halt dieses Library-Konzept ja gar nicht habe. Dadurch referenziere ich halt direkt in meinem Projekt ein Repository von jemand anderem beispielsweise und die Sachen werden direkt von dem Tooling aufgelöst und integriert. Das hat den super coolen Effekt, dass wenn ich halt mehrere Projekte habe oder auch mehrere Open-Source-Projekte habe, die verknüpft sind und miteinander arbeiten, dass halt eine direkte Integration von mehreren Projekten möglich ist. Ist auch an manchen Stellen, hat es auch die ein oder andere Schwierigkeit da drin, aber die sind aus meiner Sicht jetzt mittlerweile seit Go 1.6 eigentlich alle gelöst. Ich zeig's einfach mal. Ein Package hat einen Package-Pfad, und den kann ich voll qualifizieren über eine Quelle. Also ich habe beispielsweise diesen HTTP-Server, den ich hier gezeigt habe. Den habe ich auch vorher auf GitHub gepackt.
Ist nicht viel hier drin, ist einfach nur im Prinzip eine Main. Das habe ich jetzt noch eine Zeile dazu geschrieben, aber im Prinzip derselbe Code von dem HTTP-Server. Den habe ich auf GitHub direkt draufgepackt. Wenn ich den jetzt runterladen, kompilieren und installieren möchte, geht das relativ einfach. Ich setze erst auf irgendeinem Verzeichnis meinen GoPath. Das muss ich machen, das ist ein bisschen nervig. Solltet ihr auch, wenn ihr euch dafür interessiert, einmal richtig mit auseinandersetzen, dass ihr es direkt von Anfang an versteht. Also ich gehe mal ins Demo-Verzeichnis und dann setze ich meinen GoPath auf das aktuelle Verzeichnis. Und dann gehe ich hin und rufe einfach GoGet auf diesem Package-Pfad. Ja, bitte? Nee, kann man nicht. Das ist die Frage auch von ihm. Da sage ich gleich was dazu, was da der, sag ich mal, Workaround ist. Dieses GoGet, also im Moment geht alles nur auf den Master, ist doof sozusagen, wenn man es professionell macht, aber ist auch erstmal cool, weil ich kann damit direkt arbeiten, kann Sachen integrieren und kann halt sofort loslegen. Das GoGet hat jetzt dafür gesorgt, dass ich zwei Verzeichnisse angelegt bekommen habe. Das eine ist das Source. Okay, da sind jetzt natürlich die Git-Verzeichnisse drin. Das Source, sieht man jetzt, ist einfach runtergeladen unter der Package-Struktur und da liegt halt genau das, was ich vorher hatte. Und das Bin-Verzeichnis, wo jetzt schon direkt das Go, vom GoGet das runtergeladene Programm übersetzt drin liegt. Das heißt, ich kann jetzt einfach GoGet aufrufen, die Sourcen wurden runtergeladen, das Ganze wird kompiliert und ich kann jetzt direkt hier Bin, Serve Local, den HTTP-Server starten. Ich will mal gucken, ob ich auch die Wahrheit erzähle. Ach, ne, war 1, 2, 3, 4, glaube ich, genau. Wird halt einfach das lokale Verzeichnis ausgeliefert. Ne? Das war jetzt ja nur das eine Projekt, aber das Ganze geht halt auch transitiv. Um das zu beweisen, gehe ich nochmal hin und gucke mir die Main an. Und damit ich nicht zu viel Live-Typing reinmachen will. Also genau, hier wurde jetzt von dem Server nichts ausgegeben, wenn ich darauf zugegriffen habe. Die Idee wäre, ich packe jetzt von irgendeiner Library, ich will Logfiles, also Logstatements für die Zugriffe ausgeben. Deswegen hole ich mir irgendeine Library raus aus dem Gorilla Framework, die so HTTP-Händler beinhaltet, mit denen ich einfach einen Händler in einen anderen Händler chainen kann. Dann wird erst der obere HTTP-Händler aufgerufen, der kann was machen, danach wird der nächste HTTP-Händler aufgerufen. Das heißt, ich mache jetzt einen Import von dem Händlers-Package. Jetzt nochmal raus, ruf nochmal das GoGet auf. Das sorgt jetzt dafür, dass auch die transitiven Dependencies runtergeladen werden. Der meckert hier, weil ich habe die Library importiert, aber nicht verwendet. Das ist klar, ich habe noch keinen Code dazu geschrieben. Jetzt sehe ich aber unter dem Source GitHub gibt es jetzt auch das Gorilla Package und da sind die Händler drin. Jetzt kann ich den Händler benutzen und habe hier, wo ich den alten Händler definiert hatte, kann ich einfach hingehen. Händler wird jetzt noch mein Händlers, wie heißt er? Combined Log oder sowas. Combined Logging Händler. Dem sage ich mal, soll nach Standard Out gehen. Und nach dem Loggen an den oben in der Zeile drüber definierten Händler delegieren. Jetzt könnte ich nochmal GoGet aufrufen, aber ich mache mal einen anderen Befehl. GoInstall, weil ich muss ja nichts neu runterladen. Der installiert jetzt die Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt das Local starte, ist da jetzt der zusätzliche Händler integriert, den ich als Library verwendet habe. Das heißt, wenn ich darauf zugreife, sehe ich, jetzt habe ich auch Log-Ausgaben dazu. Ja, bitte? Nichts. Das heißt, du brauchst hierfür, für den einfachen Fall, brauchst du keinerlei POM-Files, weil ich referenziere den Master des anderen. Ich habe in der Versionsverwaltung nichts davon von dem anderen. Das heißt, ich würde jetzt nur mein eigenes Projekt einchecken. Da ist die Referenz auf das Package des anderen drauf. Und jedes Mal, wenn ich das baue, mit GoGet ziehe, würden die Sourcen des anderen vom Master gezogen. Das ist natürlich für ein professionelles Projekt nicht so sinnvoll. Das ist gut, um schnell was zu entwickeln. Das ist auch gut, um in der CI beispielsweise einen Master gegen den anderen Master laufen zu haben, schnell zu integrieren oder zwei Open-Source-Projekte, die gegeneinander grün laufen sollen und direkt zu sehen, wenn sich was verändert.
Und es dafür zu nehmen, wenn ich natürlich irgendwo reproduzierbare Builds haben möchte, reicht das nicht aus. War lange Zeit ein bisschen ungelöst. In Go 1.6 wurde dann ein Vendor-Verzeichnis eingeführt. Das heißt, ich kann ein Vendor-Unterverzeichnis anlegen, wo ich die Libraries komplett einchecke. Und dann werden die nicht gezogen und ich habe im Prinzip die Library meiner Dependency mit drin. Weil das natürlich von Hand nicht gut zu managen ist, gibt es ein paar Tools, Go Vendor oder GoDeb oder sowas, mit dem ich mir dann halt auch wieder so ein File wie ein POM-File oder so eine Package-JSON oder sowas machen kann, wo ich die Dependencies mit genauen Versionen, mit Branches sowas referenziere und der dann diesen Prozess, das in das Vendor-Verzeichnis zu packen, für mich automatisiert, womit ich das pflegen kann. Das heißt also, meistens startet man auf diesem naiven Weg, den ich jetzt gemacht habe, oder für einfache Skripte oder Beispielgeschichten arbeitet man auf die Art und Weise und je nachdem, wie weit man im Entwicklungszyklus dann ist, geht man dann hin, dass man die Sachen irgendwo entweder mit ins Repository eincheckt oder halt über Tools die Version dann festbindet. Gibt es einen Grund, warum das nicht in das umfangreiche Tooling von Go direkt integriert ist? Mit Sicherheit. Die ganzen Gründe der Designentscheidung bei Go auch super dokumentiert. An der Stelle kann ich es aber nicht genau sagen. Was mache ich jetzt, wenn Bibliothek Closed Source ist? Wie bin ich hier ein? Du hast gesagt, dass man alles als Quellcode einbindet? Genau, das ist, finde ich, das Schöne. Dass erstmal ist es dann viel einfacher, Sachen als Quellcode einzubinden. Das heißt, ich habe selbst bei Open Source Libraries habe ich ja teilweise sonst den Quellcode gar nicht so direkt änderbar zur Verfügung, weil mir der Prozess viel zu schwierig ist. Das ist ja anders. Ich kann direkt reinsteppen, was ändern und einen Pull Request im anderen Repository fallen. Ist super praktisch. Das heißt, der Open Source Gedanke ist so, sage ich mal, als primärer Denke dahinter. Es gibt auch eine Erweiterung, das war das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, dass es gar keine Library Konzept gibt. Das stimmt nicht wirklich. Es gibt auch eine Möglichkeit, in dem ich Binär Packages machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Verzeichnis sehe, sehe ich, hier ist ein Unterverzeichnis PKG entstanden. Und da sehe ich jetzt einfach Binärartefakte, die zwischendrin im Compile-Prozess erstellt wurden, einfach so als Caching. Und im Prinzip auf dem Weg mehr oder weniger kann ich letztendlich auch Binär-Packages nehmen und an andere Leute verteilen. Die sind jetzt versionsspezifisch, da hat sich auch zwischen 1.6 und 1.7 was verändert. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch da eine Standardisierung von einem Austauschformat. Aber das Schöne ist, das macht eigentlich quasi keiner. Das heißt also, Go als Library, die ohne Sourcen ausgeliefert, habe ich bisher noch nirgendwo gesehen in der echten Wildbahn. Für kommerziellen Einsatz war eher schwierig. Auch weiß ich nicht, kommerziell und Open Source widerspricht sich ja Gott sei Dank nicht. Wie stelle ich sicher, dass ich am Ende von den Beinen hier weiß, welche Community-IDs exakt von allen Libraries in eingegangen sind? Also das ist ja so ein Security-Thema. Irgendwie, ich habe ein Update auf einer Library, Security-Bug. Welche Binaries muss ich neu bauen? Ja. Also ich meine, das hast du natürlich immer, dass du in deinem Binary erstmal gar nicht mehr so richtig weißt, was da, wenn du nur das Binary nimmst, was da genau drin ist. Ich habe jetzt hier beispielsweise im Source von dem anderen Projekt wieder von dem Gorilla das echte Git-Repository drin. Das heißt, ich habe wirklich das Git-Repository ausgecheckt. Wenn ich mit diesem Vendoring-Mechanismus arbeite, dann kann ich ja die Version genau festpinnen. Dann weiß ich das ganz exakt natürlich in meinem Versionsverwaltungssystem, was ich drin hatte. Ich kann im System einfach die Library austauschen. Wenn ich dann alle restarte, alle Prozesse, weiß ich, die benutze alle die neue Shared Library irgendwie. Klar, das verlierst du hier. Du hast statisch kompiliert, du hast die Sachen drin. Das heißt, wenn du libssl oder sowas hast halt drin, kannst du nicht auf dem System austauschen. Genau, ja. Statisch gelinkt. Also kommt halt auf den Einsatzzweck drauf an. Wenn du damit eine ganze Distri oder sowas erstellen möchtest, ist das vielleicht nicht ganz so schlau. Wenn du die Sachen in deine Docker-Containerchen reinpackst, die du sowieso eigentlich gar nicht veränderst, wo du auch drin eh nichts austauschst, sondern die du eher, wenn was dich veränderst, immutable infrastructure-mäßig wegschmeißt, alles neu baust und neu publizierst und alles durch deine Buildchain schiebst, dann ist dir das völlig egal. Also das ist durchaus. Bloß übermorgen sind 80% der Debian-Pakete in Go geschrieben. Ja. Ja, ist durchaus ein Thema. Das sind jetzt, wenn ich einem bestehenden Programm ein Go-Binding geben möchte, gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie auf einer anderen Programmiersprache eine API zu exportieren, mit der Go umgehen kann und die ich dann da als Funktion zur Verfügung habe?
Also Go hat eine sehr, sehr gute C-Integration. Ich kann direkt im Prinzip einen Import machen und dann kann ich direkt inline in meinem Go-Programm C-Code aufrufen. Und kann irgendwo, ich bin kein C-Programmierer, deswegen mache ich das nie wirklich sozusagen, aber kann direkt in meinem in meiner Go-Datei Funktionen in C definieren, die ich von unten calle. Weil letztendlich geht das hier eh alles durch den C-Compiler durch. Das heißt, das ist im Prinzip eine Welt und die geht sehr, sehr gut. Okay, Testing. Hier mal ein Testbeispiel. Das Testen ist halt direkt bei Go schön integriert, was ich super finde, weil dadurch schreibe ich nicht erst meine 20 Zeilen Code und dann meine 40 Zeilen Code und dann denke ich, oh, jetzt ziehe ich einen Test-Dependency rein, sondern ich habe es halt direkt drin und irgendwo ist für mich dadurch der Einstieg sofort bei den ersten Zeilen mit Test irgendwo zu arbeiten deutlich leichter geworden. Außerdem ist es halt cool, weil man jetzt nicht in jedem Projekt drüber nachdenken muss, welchen Testrunner hat der jetzt hier verwendet oder sowas, sondern halt alles schön einfach ist. Ich kann einfach in mein Projekt hinein Dateien legen, die _test.go heißen und da drin sind Tests, die ausgeführt werden können. In einer solchen Datei wird alles ausgeführt, was diese Signatur hat. Das heißt, alle Funktionen, die mit Test_ anfangen und so einen Testing-Kontext übergeben bekommen, werden dann automatisch ausgeführt. Da drin kann ich dann auf dem Testing-Objekt verschiedene Sachen machen. Das ist ein bisschen reduziert. Da gibt es keine schönen Assertions oder sowas. Es gibt aber natürlich ein paar Libraries, die mir das Leben hier auch noch ein bisschen erleichtern und das Ganze schöner machen. Ja, also ich habe direkt auch hier eine Benchmark-Funktion. Das heißt, ich könnte hier auch statt Test auch einen Benchmark hinterlegen. Dann wird die Benchmark ausgeführt. Und da habe ich dann so Convenience-Methoden wie, ich schreibe den Test eigentlich einmal hin und dann wird der von dem Toolset mehrmals in verschiedenen Iterationsgrößen, also 10-mal, 100-mal, 1000-mal ausgeführt, um irgendwo die Ergebnisse dann rauszugeben. Ich kann damit Messpunkte setzen und sowas. Also das ist, sage ich mal, als Benchmarking interessant. Und was ich bei dem Tooling gerade eben geschlabbert hatte, ist, es gibt halt auch direkt so ein Tracing und Profiling für das Profiling zur Laufzeit im Prozess, gibt es auch direkt integriert. Da kann ich halt muss ich aber was setzen, entweder im Programm oder beim Aufruf, und dann kann ich über einen Endpunkt mir Profiling, also zum Beispiel zum einen Laufzeit, zum anderen auch Memory Profiling Daten ausgeben lassen und so ein bisschen daran analysieren. Genau, kann mir das dann noch grafen und sehe so ein bisschen die akkumulierten Geschichten. Lässt ein bisschen zu wünschen übrig, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, es klicki mausi bunti, alles toll, und man sieht, da ist total übersichtlich, aber die wesentlichen Kennzahlen kann man dann schon rausbekommen. Vielleicht an der Stelle auch noch, ein Debugger war lange ein Thema, dass es keinen guten Debugger wirklich gab. Mittlerweile gibt es den Delph, der ein bisschen besser ist. So, zwar ich weiß jetzt nicht wirklich, wie die IDE-Integration ist, also in Emacs funktioniert es nicht, in der IDE integriert. Ich glaube sogar in IntelliJ oder was auch so mit IDE-Integration, aber ansonsten hat er auch wie so ein GDB eine recht gute Textkonsole, sodass man damit jetzt auch ganz, ganz anständig debuggen kann und nicht mehr und so ein Printf-Debugging machen muss, was ja doch ein bisschen nervig ist. Ist aber auch an der Stelle noch nicht auf dem Level, wo ich mir einen Debugger eigentlich wünschen würde oder wo andere Sprachen da sind. Das ist vom Komfort nicht ganz so weit. Sieht man halt einfach, dass es nicht ganz so alt ist, dass es halt noch keine 15 Jahre auf dem Buckel hat wie andere Sprachen mittlerweile. Objektorientierte Programmierung. Golang schreibt einem, ist an der Stelle nicht idiomatisch, schreibt einem nicht vor, ob man objektorientiert programmieren soll oder einfach nur prozedural mit Funktionen. Es kann beides, das heißt, man kann auch die ganzen Libraries eigentlich weitestgehend ohne Objektorientierung verwenden oder seine Sachen schreiben. Man kann aber auch sehr, sehr gut objektorientiert programmieren da drin. Wobei objektorientiert etwas anders ist, als man das teilweise gewohnt ist, also ist ein deutlich besserer Ansatz. Ist die Frage, ob es objektorientiert ist. Golang spricht eigentlich auch nicht von Objekten, sondern Golang hat einfach nur Typen und auf Typen kann ich halt auch Methoden definieren oder für Funktionen, die einen Typ als Receiver-Typ haben. Damit kann ich beispielsweise hingehen und habe ein Item, das ist einfach wieder ein Struct, also ein von mir definierter Typ, und dann kann ich einer Funktion einfach sagen, dass sie auf dem Item definiert ist. Und danach, ich habe jetzt kein Nutzungsbeispiel hier drin, danach kann ich halt einfach ganz normal, wenn ich mit einem Item mache, Item.moveTo oder sowas aufrufen, also wie ich das gewohnt bin.
Hier beispielsweise habe ich dem Item noch eine String-Methode gegeben, wo man dann einfach die Werte ausgibt. Innerhalb des Objektes, sage ich jetzt mal, innerhalb des Types, gibt es dann kein this, sondern ich habe halt bei dem Receiver-Typ, den ich hier angegeben habe, einen Variablen-Namen, in dem Fall ein Item, und ich kann dann die Member-Variablen einfach darüber referenzieren. Also mein Struct-Item hatte eine Variable-Name, deswegen kann ich dann hier auf meinem Receiver klein Item, Item.Name da drin aufrufen. Also jeder Bezeichner ist Package-weit nur und ein Receiver-Typ unterscheidet sich voneinander. Das heißt, ich kann Move-To, könnte ich jetzt dann noch eine Funktion ohne Receiver dazu tun, dann wäre es eine einfache Funktion im selben Package. Oder ich könnte die Move-To auch noch auf einem anderen Typ definieren im selben Package. Und durch den Receiver-Typ ist dann eindeutig, also gehört halt einfach der Receiver-Typ zu Signaturen zu, sind dann zwei unterschiedliche Dinge, die Move-To's. Kann ich auch exportieren, dass jemand anders ja, das war das, was ich vorhin einmal kurz gesagt hatte, per Konvention. Hier habe ich jetzt Großbuchstaben verwendet, dadurch sind die außerhalb des Packages sichtbar. Wenn ich jetzt hier einen Kleinbuchstaben verwendet hätte, dann wäre es nur innerhalb des Packages sichtbar. Wenn jemand, der das dann aufrufen möchte mit item.move, muss es auch in explizit importieren. Genau. Also es ist nicht automatisch dadurch, dass er sich in item importiert. Doch, du kannst jetzt Package, also ich habe jetzt hier kein Package angegeben. Einfach dem Code-Schnipsel. Du kannst das Package importieren und dann kannst du mit dem Package als Präfix auf alle Symbole innerhalb des Packages zugreifen. Was es nicht gibt, ist sowas wie Static Imports oder sowas bei Java, wo du sagst, gib mir mal folgende Geschichten in meinen globalen Namespace rein. Sondern alle Sachen, die du verwendest, verwendest du immer unter einem Präfix. Also im Prinzip ist es dasselbe wie ein Byte-Array, ne? Nur ein anderer Typname für ein, ja. Ach ja, klar, also ich ins Mikro. Und die Frage war, wie in Golang Strings definiert sind und was das ist. Das ist im Prinzip einfach ein Byte-Array, in dem dann aber UTF-8-Character drin sind. Das heißt, wenn ich jetzt über den String zeichenweise oder byteweise iteriere, dann habe ich Byte-Salat unter Umständen, muss ich halt wissen. Und ich habe ein Package, wo ich halt auch UTF-8-Funktionen habe, wo ich dann runenweise oder sowas mir zum Runen-Array auch machen kann und dann runenweise drüber iterieren kann, wenn ich das möchte. Also eine sehr, sehr gute Variante aus meiner Sicht. Es funktioniert ziemlich straightforward, ohne viel drüber nachzudenken, aber man hat auch die Möglichkeit, sowohl das eine oder das andere präzise zu machen. Und eigentlich und kein Overhead finde ich dabei. Bei Objektorientierung sind, sage ich mal, die besonderen Sachen, dass es bewusst keine Vererbung gibt. Damit sozusagen ist es halt auch, deswegen habe ich das Objektorientierung auch nur in Anführungsstriche gesetzt. Um dann damit Sachen zu modellieren, gibt es aber Interfaces und es gibt ein Konzept von Embedding mit Delegation. Und das ist ja auch, sage ich mal, in der OO-Welt schon länger bewusst, dass eigentlich diese Vererbungshierarchien meistens eher zu Problemen in den Applikationen führen und man eher dazu kommen sollte, dass Objekte andere einbetten und dahin delegieren. Die Interfaces sind dabei, finde ich, super cool, viel, viel besser als in die meisten anderen Sprachen realisiert, da ist nämlich die Beziehung der Abhängigkeit umgedreht. Es gibt diese, das nennt sich Ducktyping, es gibt diesen Ansatz, dass ein Interface oder dass ein Typ ein Interface dadurch implementiert, dass er einfach die Signatur des Interfaces unterstützt. Also dadurch, dass er also das Protokoll einfach unterstützt. Nicht dadurch, dass der Typ, der es implementiert, irgendwo deklariert, welches Interface von welchem Namen er verwendet. Damit ist im Prinzip alles automatisch kompatibel, was dieselben Signaturen hat. Ist erstmal komisch zu denken, weil im Prinzip diese Interface-Beziehung dadurch anders wird. Die riesen Vorteile sind aber halt, dass Consumer und Provider von den Interfaces gar nichts voneinander wissen müssen. Das heißt, man kann zwei Sachen haben, die kompatibel sind, ohne dass sie eine Dependency. Also voneinander wissen muss man wahrscheinlich schon, damit man Signaturen explizit genauso baut, aber man muss vor allem keine technische Dependency von dem einen auf den anderen haben. Außerdem führt es dazu, weil man diese Interfaces dort, wo man sie implementiert, nicht explizit deklarieren muss, sondern nur dort, wo man sie verwendet, dass die Interfaces häufig sehr viel kleiner werden, weil der Consumer meistens einen kleinen Ausschnitt aus dem Interface braucht. Das heißt, der Consumer selbst kann dann, wenn er was verwendet, das Interface definieren von den Sachen, die er erwartet, und dabei halt nur die Sachen ins Interface aufnehmen, die er wirklich braucht, die ihn wirklich interessieren.
mal ein Beispiel. Ich hoffe, man kann das hier nachvollziehen. Ich habe ein Interface gemacht, das habe ich Printable genannt. Interface ist auch wieder ein richtiger Typ, also Type Printable ist ein Interface. Und das Interface legt einfach nur fest, dass alles, was dem Interface genügen soll, die Signatur String hat. Also eine Funktion oder eine Methode String, die dann einen String zurückliefert. Sowas ähnliches wie das ToString in Java. Jetzt kann ich beispielsweise hingehen und einen Typ von Integer ableiten, nämlich myInt. Und dem spendiere ich eine solche String-Methode. Der Typ myInt weiß aber nichts davon. Genauso hatte ich hier vorher in dem Beispiel ein Item gemacht, was auch so eine String-Methode hat. Da habe ich nicht dran geschrieben, dass Item printable implementiert, sondern es hat halt einfach diese String-Methode. Bei der Verwendung kann ich jetzt hingehen und mir eine Liste von Printables machen. Und da kann ich sowohl mein Item reintun, als auch mein myInt. Als auch hier so ein ganz komisches Konstrukt, das sind irgendwie aus dem OS-Package irgendwelche Konstanten zum Öffnen von Files. Im Prinzip ist da irgendwie ein Integer, so als Bitmaske oder sowas, glaube ich, drin. Aber auch die implementieren die String-Methode. So dass ich jetzt all diese Geschichten unter diesem Interface, was wirklich nur dieser Konsument hier kennt und definiert hat, was auch nur in diesem Package, ich hätte das jetzt auch klein schreiben können, dann wäre es nur in diesem Package sichtbar. Was nur in dem Package eigentlich existiert. Alle, die implementieren das, sodass ich jetzt einfach darüber iterieren kann und auf allen die String-Methode aufrufen kann. Also sehr, sehr einfache Verwendung der Interface. Heute Morgen in so einem Clojure-Vortrag kam so ein Anti-Beispiel von Objektorientierung in Java, wo irgendwie eine URI-Klasse in Android und eine URI-Klasse in einer Java-Standardbibliothek irgendwie unterschiedliche Klassen sind. Eigentlich mehr oder weniger dasselbe oder wahrscheinlich vielleicht sogar dieselbe Signatur drin oder sowas, aber sind halt einfach unterschiedlich benannt. Also sind unterschiedlich, haben kein gemeinsames Interface. Das wird einem bei Go eigentlich nicht passieren, weil ich kann dann an der Stelle mir ein Interface definieren und kann ihn einfach verwenden. Fragen zur Objektorientierung? Oder dem, was so ähnlich ist wie Objektorientierung? Aber ich muss mich ein bisschen sputen, merke ich. Zur Funktion sage ich nicht so viel. Es gibt halt Funktionen als First-Order-Typ. Das heißt, ich kann also auch eine Funktion in eine Variable stecken, danach typisieren und alles. Trotzdem ist Go leider kein bisschen funktional. Das vermisse ich manchmal ein bisschen daran. Aber dadurch, dass es halt gibt auch kein Generics-Konzept und durch diese strenge Typisierung kriege ich leider so Sachen wie Map und Reduce oder Filter oder sowas nicht schon implementiert. Das ist so mit das an der Sprache das Einzige, was mich ein bisschen stört. Noch so ein cooles kleines Konstrukt, Defer, sorgt dafür, dass ich Ressourcen immer ordentlich aufgeräumt bekomme. Ich habe hier in meiner Main, gehe ich hin und öffne eine Datei, prüfe dann, ob das auch funktioniert hat. Und direkt danach schließe ich die Datei. Aber als deferred Statement. Defer sichert mir zu, dass das, was ich damit mache, am Ende der Funktion ausgeführt wird. Ähnlich wie so ein Finally-Block. Ich kann das also schön dort sicherstellen, dass ich die Ressource wieder freigebe, wo ich die Ressource erstelle. Dann schreibe ich etwas da rein und halt nach diesem Reinschreiben wird am Ende der Methode in Wirklichkeit erst das Close aufgerufen. Fehlerbehandlung hat man auf der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Geht halt über Rückgabewerte meistens. Das heißt, ich habe eine Methode, die was tut, habe mehrere Rückgabewerte und der letzte Rückgabewert ist per Konvention meistens eine Variable von Typ Error. Die kann ich dann abfragen. Das if ist ein zusammengesetztes, hier ist Initialisierung und hier ist die Auswertung des booleschen Ausdruckes, so ein bisschen ähnlich, wie man das von einem C4 kennt. Also das ist quasi beim Vorwärter sozusagen der erste Teil und das halt der mittlere Teil. Und da kann ich dann direkt in dem if auf die Variablen zugreifen beziehungsweise den Fehler handhaben. Das führt manchmal zu etwas hässlichen Code, wenn man halt an jeder Zeile wieder Error checkt oder Error checkt, aber hat den großen Vorteil, dass man dieses Checken des Errors einfach explizit macht. Klar ist das hässlich, ist langweilig, aber man macht sich über jeden Error halt Gedanken, wie man den handeln muss. Genau. Wenn man jetzt kein spezielles Setting für diesen einen Error braucht, dann reicht das halt in dem Moment auch schon aus. Genau, manchmal kann man das schon schön vereinfachen. Ja.
Es gibt auch so ein, ich sag mal, Äquivalent zu Exceptions, was aber halt nicht so verwendet wird so häufig, aber im Prinzip kann man dasselbe damit abbilden. Das heißt, überall, wo ein Panic aufgerufen wird, kann man das auch recovern und kann das Fangen auch weiter oben fangen und damit im Prinzip ähnlich wie auf Exceptions reagieren. Sollte aber halt nur in Ausnahmen verwendet werden. Und jetzt, sage ich mal, der coolste Teil. Kam ja vorhin schon die Frage bei dem Webserver, was ist das dann? Forkt er irgendwas raus oder was macht er? Go hat das Konzept von Go-Routinen. Das sind kleine Co-Routinen, also kleine Codeblöcke, die auf einen internen Thread-Pool verteilt werden. Das heißt, die Go-Runtime, die macht einstellbar viele Threads auf und man nutzt aber keine Threads in der Sprache, man hat gar nicht zur Verfügung, um die Threads explizit zu nutzen, sondern man schreibt halt kleine Go-Routinen oder gibt an, dass halt eine Funktion als Go-Routine ausgeführt werden soll, parallel oder nebenläufig vielmehr. Und dann schedult die Go-Runtime diese kleinen Codeschnipsel in dem internen Thread-Pool. Selbiges machen auch moderne Libraries in Java oder in anderen Sprachen, wo man halt letztendlich heutzutage auch nicht mehr beliebige Threads verwendet, sondern einfach Code macht, der dort gescheduled wird und sich verteilt. Die Syntax ist so, ich gebe mit Go eine Funktion an, dass das als Go-Routine ausgeführt werden soll, dann läuft das schon im Hintergrund. Kann das auch inline definieren, die Function Closure direkt irgendwo inline, was dann auch funktioniert. Ich habe mal so einen Test gemacht hier auf dem Notebook. Ist jetzt unfair, weil ich vergleiche jetzt Äpfel und Birnen, also ich will jetzt kein Java-Bashing machen. Wenn ich in sowas wie Go echte Threads aufmachen würde, wäre das genauso langsam. Aber ich habe einfach mal 1 Million Threads aufgemacht in Java. Das braucht halt 30 Sekunden, wenn ich Threads aufmache, die quasi nichts tun und direkt zurückkommen, 1 Million davon. Wenn ich hingegen 1 Million Go-Routinen aufrufe und direkt wieder zurückkehre, schaffe ich das in 1,3 Sekunden. Also sehr viel leichtgewichtiges Ding, sodass ich halt wirklich, wenn ich das möchte, Größenordnung 50 oder 100.000 oder 120, 150.000 Go-Routinen im Programm verwenden möchte, wenn ich das tun will. Das heißt, ich kann also auch bei einem HTTP-Server, wenn ich da nicht ein Connection-Problem kriege, muss ich mir halt Gedanken machen, natürlich um HTTP-Connections mit Max Open Files und sowas, aber rein von der Threading-Geschichte kann ich halt jede Anfrage einfach in eine eigene Go-Routine beantworten. Um zwischen Go-Routinen zu kommunizieren, gibt es das Konzept der Channels. Das heißt, ich kann einfach einen Channel machen und da kann ich Daten drüber schicken. Mit einer Spezialsyntax kann ich Daten in den Channel reintun oder Daten aus dem Channel rausholen. Kleines Beispiel. Ich mache den Channel. Asynchron in einer Go-Funktion schreibe ich Daten rein. Und hier printe ich die Daten, die ich aus dem Channel rauslese, wieder aus. Wie läuft das ab? Die Zeile wird ausgeführt. Das hier wird gescheduled, also nur gemerkt, dass es quasi vorgemerkt. Dann läuft das Ganze hier weiter, blockt auf dem Channel, weil dort noch nichts vorliegt. Dann merkt der Scheduler, okay, ich habe noch was anderes zu tun, führt hier die Sachen aus, packt das erste in den Channel rein, dann wird wieder die Main-Routine ausgeführt, gibt das aus, dann wird hier wieder geblockt, das zweite kommt rein und wird dann ausgeführt. Die Channels sind halt sehr, sehr einfach, weil ich damit Go-Routinen machen kann, die laufen unabhängig voneinander und kann einfach Daten hin und her senden und habe damit wenig Schwierigkeiten, auf Speicher irgendwo zuzugreifen, den von Hand synchronisieren zu müssen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr, aber die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Die Sachen sind natürlich auch online und ich habe auch Beispiele online, gerade auch zu der Parallelität und dem schnellen Parallelisieren. Also ich habe so ein Beispiel von einem HTTP-Server noch hier drin, der mit irgendwie 500 Threads parallel irgendwo auf den HTTP-Server zuzugreifen, kriegt man locker irgendwo 30.000 Requests pro Sekunde mit beantwortet. Könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, im Nachgang mal anschauen. Also gute Doku findet man direkt im Upstream-Projekt, gibt es eine Doku-Seite, die ist ziemlich gut. Es gibt dieses A Tour of Go, wo man direkt so mit Playground durchgehen kann, eigentlich sehr, sehr gutes Tutorial, um das nachzuvollziehen. Ich habe mal eine Schulung bei uns in der Firma gehalten, über 6 oder 7 Workshop-Blöcke. Die Sachen sind auch online, könnt ihr euch anschauen. Fehlt so ein bisschen der Subtext dazwischen, aber die ganzen Beispiele sind da und die ganzen Essentials.
Und das ist das Buch, ich weiß nicht, ob es bessere Bücher gibt, aber das Buch habe ich mal gelesen und war eigentlich sehr zufrieden damit. Es gibt mittlerweile auch noch zwei oder drei andere. Und die Slides selbst sind online unter meinem GitHub-Account, entweder direkt als Slides hier oder auch als Markdown mit den Beispielen noch dran. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten Zeit für Fragen, so fünf etwa. Das Go-Binary oder ist es paketiert? Ist das irgendwie genau. Java zu installieren, so weil das ja. Also unter Ubuntu beispielsweise, ich habe jetzt, weiß nicht, in welchen ist, aber unter Ubuntu ist es standardmäßig vorhanden. Ich glaube, ein 1.6er ist jetzt im aktuellen Ubuntu drin. Kann man gut mitarbeiten, kann man also einfach apt-get install, dann hat man es drauf und man kann aber auch sehr, sehr einfach sich die Distri als Target-Z runterladen, irgendwann packen und verwenden, wenn man möchte. Also ich habe jetzt beispielsweise noch das 1.7er, was ganz frisch ist, einfach daneben gelegt und kann halt auch einfach damit arbeiten. Also als Binary in Fahrt und schon läuft. Und wie sieht das mit komischeren Betriebssystemen aus? Unter Windows? Es gibt, glaube ich, einen sehr, sehr guten Windows-Support, wenn man das so liest. Also das Go wird auch unter Windows redlich verwendet. Und da das im Prinzip ein GCC als Backend hat, ist so die Architekturfrage ziemlich einfach. Also das im Prinzip kann das fast überall hin kompilieren, noch cross-kompilieren. Ja, da hinten. Entschuldigung, jetzt hat das Inra hier was hintereinander direkt. Eine Frage noch mal zum Package Management. Ja. Als Package wurde ja vorhin der URL im Prinzip angegeben, also Windows.db und so weiter. Und das war jetzt auch GitHub. Wenn jetzt irgendeine neue Seite aufmacht, die jetzt wo Kapital liegt, wird die verwarten, bis Google das einbindet? Also die Frage war, ob man als Import-URL auch im Prinzip eigene oder neue Import-URLs, andere als GitHub verwenden kann. Ja, kann man. Du kannst auch einfach dein eigenes Git-Repository dort referenzieren und muss halt ein auflösbarer Name an der Stelle sein. Schwierigkeiten bekommst du, wenn du auf nicht typischen Ports bist oder sowas. Wenn du irgendwie ein Git-Repository auf irgendwelchen komischen Ports hast, dann funktioniert das nicht ganz so easy, aber gibt es auch Workarounds. Das heißt, du kannst das also auch in geschlossene Infrastruktur mit eigenen Repositories wunderbar verwenden. Okay, aber das ist dann Git-Bind oder kann das? Nee, es gibt eine Heuristik, nach der auf diesem Pfad abklappert, was er dort vielleicht findet. Und da sind dann, ich habe mich außer Git nicht doll damit beschäftigt, aber es gibt irgendwie 3, 4, 5 Varianten von Versionsverwaltungssystemen oder auch per HTTP, glaube ich, geht sogar im Endeffekt auch. Aber wenn da jetzt was Neues auf den Markt kommt, muss man warten, bis Google das unterstützt. Ja. Also wenn irgendwas ganz Neues auf... Okay, ja. Hier, bitte. Mich würde mal interessieren, wie der Markt für Go-Entwickler aussieht. Ist das bei euch ein Thema, dass man Anfragen ist, was du meinst? Also das Schöne ist eigentlich bei uns, die Fragen, die mit Kunden heutzutage, wo es so viele Technologien gibt und die eigentlich fast nicht mehr durchblicken, die meisten, nicht mehr, in welcher Technologie wir das machen. Das heißt, dort, wo wir eine Realisierungshoheit haben, können wir das sehr, sehr stark selber wählen. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass ein Kunde explizit nach Go gefragt hat. Ich glaube, das kommt vielleicht in 1-2 Jahren, aber so breit ist es noch nicht. Das Schöne ist, sage ich mal, von der Verfügbarkeit der Entwickler ist es so, dass halt Go sehr, sehr leicht erlernbar ist. Das heißt, es eignet sich sehr, sehr gut dazu, man kriegt nicht so ein Scala-Entwickler oder Clojure-Entwickler-Problem, eignet sich sehr, sehr gut dazu, Leuten, die man hat, einfach gerade Go beizubringen und dann könnt ihr recht schnell robuster drin realisieren, wenn sie erfahren entwickelt sind. Ja, ich ergänze nochmal auch Prozess. Also es ist so, dass das Go ja tatsächlich beim Rocket erstmal dann die Basisbehörden verändern, nachher wieder SM freigestellt und ich kann dann einen Webserver modifizieren, der mir dann mit Intertext quasi das eigentlich aussehen. Es gibt Ja, gut. Hier war noch eine Frage irgendwo, gell? Dachte ich. Ich hatte sie gerade gehört. Nur ganz kurz, weil du sagst ja schon, dass es schnell erlernbar ist. Du warst Java-Entwickler. Wie schnell warst du auf Go drauf? Also die Frage ist, wie schnell Go erlernbar ist. Kommt natürlich immer darauf an. Also man braucht ja schon, also wie tief man in was drin sein will. Also ich habe jetzt mit verschiedenen Leuten, ich habe ja welche geschult und wir haben jetzt so ein 15-Personen-Projekt, machen mit 50% Go.
Ich habe halt gemerkt, dass man, wenn man Java-Entwickler, ohne ihnen viel dazu erklären, dazu nimmt einfach und im Team macht er, dann soll er plötzlich ab morgen einfach Go machen, dass er halt so innerhalb von zwei Wochen oder sowas mitläuft und dann ganz gut zurechtkommt. Natürlich ist es schon so, es wäre gelogen zu sagen, du kannst in kurzer Zeit komplett alles über Go wissen. Man muss natürlich eine Plattform wissen, man muss ein bisschen Libraries dann doch auch kennen oder ein paar speziellere Geschichten. Also ich hatte das Gefühl, nachdem ich neben dem Beruf, also so ab 8 Uhr abends, sag ich mal, habe ich ein halbes Jahr lang mich mit Go beschäftigt. Und nach einem halben Jahr hatte ich selbst das Gefühl, dass ich sicherer in Go wäre, halbes bis dreiviertel Jahr, als in Java, was ich 15 Jahre vorher gemacht habe. Also ein halbes, dreiviertel Jahr intensive Beschäftigung, dann hat man irgendwo aus meiner Sicht die Einarbeitung, dass man es richtig in der Tiefe verstehen kann. Ja, bitte. Weiß ich nicht. Ich bin kein linker Experte. Also in Go selbst Libraries dynamisch zu linken, wüsste ich nicht, dass das geht. Manche Sachen, die halt reingelinkt sind, weil hinterher auch ein Linker-Prozess einfach hängt, sind halt auch dynamisch reingelinkt. Das heißt, wenn du jetzt nichts Besonderes angibst, dadurch, dass du halt im Prinzip ja einen C-Compiler drunter hast, sind halt auch teilweise Libraries dynamisch eingelinkt. Aber genau, das weiß vielleicht jemand besser als ich. Eher nicht, aber vielleicht hast du noch... Hier noch eine Frage? Empfehlung für eine Idee. Bitte? Empfehlung für eine Idee. Emacs. Aber das ist eher Glaubensfrage. Nein. Lange Antwort. Ich bin froh, dass ich endlich wieder eine Programmiersprache unter Emacs entwickeln kann und auch Autovervollständigung habe und Autoformatierung, was ich in anderen Sprachen in Emacs halt doch nicht wirklich habe. Das heißt, weil das Tooling so einfach zu bauen ist, ist das ja gut unterstützt. Aber die Kollegen haben halt größtenteils IntelliJ. Aber man muss sagen, das ist eigentlich egal. Es gibt alle halbwegs große IDs. Man nimmt einfach das, was man mit uns hat, und es gibt tatsächlich auch eine Idee, die extra für Go ist. Sie heißt Leitidee, und ist halt echt leicht. Ja, letzte Frage würde ich sagen und dann, weil es schon so spät ist, schließen wir die Runde. Wer noch Interesse hat, kann dann noch nach vorne kommen. Von den Packages, detailliert, im IO-Bereich, kommt ihr sozusagen in der Originalverpackung mit? Ich meine, HTTPD gibt es ja auch nicht überall, in der Sprache und der Standardbibliothek vielleicht mit dabei. Also die Idee ist klar, von den Packages, oder die Frage war, inwieweit die Packages... wie ausgereift sind, wie viel davon mitkommt. Also Go hat das Konzept Batteries Included, das heißt, du hast das, was du brauchst, gerade für diesen serverseitigen Einsatz hast du eigentlich da drin. Und es ist im Vergleich zu anderen Sachen, ist es ein bisschen weniger, auch etwas weniger Komfort drin, aber gut darauf geachtet, dass die Sachen wirklich funktionieren und wirklich ausgereift sind, sodass du dann auch wirklich einen ganz akzeptablen HTTP-Server drin hast oder sowas und die Libraries wirklich verwenden kannst und nicht eine Library hast, die zwar... Wo alles Mögliche drin ist, aber du doch dich dauernd aus Third-Party-Libraries irgendwo bedienst. Aber ganz klar ist da drin, der Einsatz ist so auf diesen, also wenn du einen Webserver schreibst, wenn du irgendwas schreibst, was mit Daten zu Zugriffen dealt oder sowas, dann hast du den wesentlichen Teil schon drin. Für UI-Geschichten, also ist jetzt nicht wie eine Java-Bibliothek. Ja.
da stark darauf geachtet wird, dass eben alles dokumentiert wird, also gerade bei den IDs, die schmeißen dann auch Fehler aus, wenn man ein Logo vergessen hat oder den falsch reingeschrieben hat und so Sachen. Also da wird sehr stark darauf geachtet und das macht dann dadurch halt auch sehr viel Spaß, einfach sich auch den Kunden anderen einfach anzugucken und durchzulesen. Genau, also häufig lese ich Doku nicht, wenn ich irgendwie eine API habe, aber bei Go ist das anders, weil da halt wirklich wertvolle Informationen drin stehen zu Constraints, wie du es benutzen oder nicht benutzen solltest oder was, also das ist schon wirklich sehr wertvoll. Okay, wir haben Sonntagabend, ich bedanke mich für eure gute Aufmerksamkeit, wer noch Lust hat, Fragen zu stellen oder zu diskutieren, kann nach vorne kommen.